السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. تلك Deutsch Test für Zuwanderer Modell Test 1 Hören Teil 1 Sie hören vier Ansagen. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 1 bis 4 auf dem Antwortbogen. Beispiel: Herzlich willkommen bei unserer Kundenhotline. Dieser Anruf ist für Sie kostenfrei. Wenn Sie mit unserem automatischen Bestellservice verbunden werden möchten, drücken Sie bitte die Taste 1. Für das Fax-Abrufcenter drücken Sie bitte die Taste 2. Betätigen Sie die Taste 3, wenn Sie mit einem Mitarbeiter sprechen möchten. Mit der 0 gehen Sie zurück. Nummer 1. Guten Tag, Praxis Dr. Engerer hier. Gudrun Persen am Apparat. Frau Aslan, Sie waren vor 2 Tagen zur Blutabnahme bei uns. Die Ergebnisse sind jetzt da und der Doktor würde gern noch mal kurz mit Ihnen sprechen. Bitte rufen Sie uns zurück. Die Nummer ist 4688-9203. Das wäre nett. Auf Wiederhören! Nummer 2. Guten Tag, Schröder von der Wohngeldstelle. Es geht um Ihren Antrag auf Wohngeld. Ich habe auch noch eine Frage zur Verdienstbescheinigung von Ihrem Mann. Außerdem fehlt noch eine Mietbescheinigung über Ihre neue Wohnung. Ohne die können wir den Antrag nicht weiter bearbeiten. Die Formulare bekommen Sie bei uns unten beim Empfang. Kommen Sie doch bitte zu unseren Sprechzeiten und bringen Sie die Unterlagen mit. Vielen Dank und auf Wiederhören. Nummer 3. Meine Damen und Herren am Gleis 5, bitte beachten Sie, wegen dringender Bauarbeiten fährt der Regionalexpress 777 von Hamburg nach Lübeck, Abfahrt 20.05 Uhr heute nicht. Ihre nächste Reisemöglichkeit nach Lübeck, Regionalexpress bis Bad Oldesloe, Abfahrt 20.13 Uhr von Gleis 18. In Bad Oldesloe besteht Anschluss nach Lübeck. Wir bitten um Entschuldigung. Nummer 4. Guten Tag, dies ist der automatische Anrufbeantworter der Praxis Dr. Antonia Renk, Fachärztin für Sportmedizin und Chirotherapie. Die Praxis ist wegen Urlaub bis zum 15.04. geschlossen.
In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretung, Dr. Paul, Rosengasse 4, Telefon 579402. Vielen Dank und auf Wiederhören. Ende von Teil 1. Hören, Teil 2. Sie hören 5 Ansagen aus dem Radio. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 5 bis 9 auf dem Antwortbogen. Nummer 5. Elf Uhr. Das Neueste vom Tage mit Martin Peters. Die Übersicht. Berlin. Afghanischer Staatspräsident zu Besuch im Kanzleramt. Wien. Schneechaos. Immer noch Zehntausende ohne Strom. Neapel. Italienische Polizei nimmt weltweit gesuchten Mafia-Boss fest. Berlin. Filmfestspiele eröffnet. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Nummer 6. Und jetzt folgt das Wetter. Am Samstag kommt es im Norden Deutschlands wiederholt zu Regenfällen. Im Süden beginnt der Tag noch freundlich, bevor sich auch dort immer mehr Wolken vor die Sonne schieben. Regen fällt im Süden jedoch zunächst nur selten. Mit Höchstwerten von 7 bis 12 Grad ist es für die Jahreszeit zu kühl. Nummer 7. Und jetzt die Verkehrsnachrichten mit Frank Taubner. Vorsicht auf der A6 Nürnberg Richtung Heilbronn. In Höhe Lichtenau befinden sich Reifenteile auf der Fahrbahn. A8 München Richtung Stuttgart. Zwischen Merklingen und Mühlhausen 5 Kilometer Stau. Vorsicht auf der A92 München Richtung Deggendorf. Nach einem Unfall laufen Personen auf der Fahrbahn. Nummer 8. Der Ticket-Countdown für das Afrika-Afrika-Festival vom 28. bis 30. Mai in Würzburg läuft. Radio Ethno hat für seine Hörer 2 Gratiskarten für die Show. Nähere Informationen zum Programm gibt's unter www.afrikafestival.de. Exklusiv für seine Hörer verlost Radio Ethno 2 Eintrittskarten. Wählen Sie jetzt die 0180 33 77 22 und gewinnen Sie mit ein bisschen Glück 2 Tickets für das Afrika-Festival. Nummer 9.
Wir unterbrechen das Programm für eine Sturmwarnung. In den nächsten Stunden kann es in ganz Schleswig-Holstein und an der gesamten Nordseeküste zu schweren Orkanböen der Stärke 11 bis 12 aus Südwest kommen. Es wird geraten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und das Haus möglichst nicht zu verlassen. Ende von Teil 2. Hören Teil 3. Sie hören 4 Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es 2 Aufgaben. Entscheiden Sie bei jedem Gespräch, ob die Aussage dazu richtig oder falsch ist und welche Antwort A, B oder C am besten passt. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 10 bis 17 auf dem Antwortbogen. Beispiel: Guten Morgen allerseits. Wir haben heute einen anstrengenden Tag vor uns. Deshalb wollen wir die Besprechung so kurz wie möglich halten. Ich hätte folgende Punkte: Neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Neuaufnahmen, Schichtplanung. Hat jemand noch ein Thema? Ja, ich. Ja, Herr Rothgerber. Da ich mit meinen Kindern die Ferien planen muss, würde ich gerne meinen Urlaubsantrag bald abgeben. Nummer 10 und 11. Hallo, Frau Hansen. Lange nicht gesehen. Wie geht's denn so? Ach, nicht so gut. Ich habe immer diese Kopfschmerzen. Ach, das tut mir aber leid. Gut, dass wir gerade darüber sprechen. Ich habe da eine ganz große Bitte. Ja? Gestern Abend, da war die Musik wieder so laut. Tatsächlich? Da war ich gar nicht zu Hause. Ja, dann muss es Ihr Sohn gewesen sein. Es waren auch ein paar Freunde dabei. Ach so, ja, das kann sein. Wissen Sie, wenn ich diese Kopfschmerzen habe, ich wollte Sie bitten... Das ist doch vollkommen klar. Ich spreche gleich mal mit Christoph. Nummer 12 und 13. Wagner? Hallo Tina, hier ist Markus. Hi Markus, wie geht's dir? Auch ganz gut. Du, Tina, ich rufe an wegen der Hochzeit von Monika und Klaus. Hast du eine Idee, was wir den beiden schenken könnten? Das ist ganz einfach. Die haben doch einen Hochzeitstisch im Kaufhof. Hochzeitstisch? Was ist denn das? Ja, also das Hochzeitspaar hat sich schon alles, was sie sich wünschen, ausgesucht. Das liegt auf einem Tisch in der Geschenkabteilung im Kaufhof. Die Hochzeitsgäste gehen vorher dahin und kaufen eins von den Sachen auf dem Tisch. Und dann kannst du das gleich sehr schön als Geschenk einpacken lassen. Ach, so einfach ist das. Hast du denn schon etwas ausgesucht? Nein, noch nicht. Ich wollte morgen mal hingehen. Nummer 14 und 15. Frau Bergmann, nehmen Sie doch bitte Platz. Sie suchen eine Stelle als Arzthelferin. Haben Sie denn in diesem Beruf schon gearbeitet?
Ja, ich war vor der Familienpause 12 Jahre bei einem Zahnarzt angestellt. Ah ja, dann haben Sie in dem Beruf also viel Erfahrung. Ja, schon. Und suchen Sie eine Vollzeitstelle? Ja, ich möchte ganztags arbeiten. Naja, meine Kinder sind ja jetzt groß genug. Mal sehen, da ist gestern eine Anfrage reingekommen. Ja, hier. Eine Praxisgemeinschaft in der Innenstadt. 39 Stunden pro Woche. Bezahlung, Urlaub und so weiter nach Tarif. Aha. Und wo ist diese Praxis? In der Dienerstraße. Das ist, glaube ich, ziemlich im Zentrum. Nummer 16 und 17. Sidorov? Guten Tag, Herr Sidorov. Bergner am Apparat. Ich bin die Klassenlehrerin Ihres Sohnes Igor. Ah, Frau Bergner. Ja, natürlich. Guten Tag. Ich wollte Sie oder Ihre Frau bitten, mal zu mir in die Sprechstunde zu kommen. Igor kommt im Moment überhaupt nicht mehr mit. Besonders in Deutsch und in Heimat und Sachkunde. Davon weiß ich ja gar nichts. Das dachte ich mir fast. Wenn das so weitergeht, muss Igor die Klasse wiederholen. Wirklich? Ja, was können wir denn da tun? Das besprechen wir am besten in meiner Sprechstunde. Am Donnerstag um 12.15 Uhr. Geht das bei Ihnen? Bei mir nicht, aber meine Frau hat da sicher Zeit. Schön. Sie soll bitte zum Lehrerzimmer kommen. Ja, ich sag's ihr. Dann bis Donnerstag. Auf Wiederhören. Ja, Wiederhören. Ende von Teil 3. Hören Teil 4. Sie hören Aussagen zu einem Thema. Welcher der Sätze A bis F passt zu den Aussagen 18 bis 20? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 18 bis 20 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis F. Dazu haben Sie eine Minute Zeit. Danach hören Sie die Aussagen. Kindergarten oder Kinderzimmer? Wo gehören Kinder hin? Das ist unsere Frage an Sie. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Wie ist das für Eltern und wie für die Kinder? Wir haben Menschen nach ihrer Meinung gefragt. Beispiel: Also, ich finde, kleine Kinder sollten bei ihrer Mutter sein. Der Kindergarten ist eine gute Sache, keine Frage, wenn eine Mutter keine Zeit für ihre Kinder hat. Ich finde es aber besser, dass Kinder in der Familie groß werden. Da lernen sie, im Haushalt zu helfen. Aus dem Haus müssen sie noch früh genug, wenn die Schule beginnt. Musik
Nummer 18. Unsere Tochter war ab dem dritten Lebensjahr im Kindergarten. Ich finde, Kinder brauchen ab einem bestimmten Alter Kontakt zu anderen Kindern. Sonst sind sie zu viel mit Erwachsenen zusammen. Im Kindergarten bekommen die Kinder doch viel mehr geboten als zu Hause. Da gibt es gute Spielsachen, einen Garten mit Spielplatz und alles, was sie brauchen. Nummer 19. Bei mir war es so, dass ich sehr gerne zu Hause mit meinen Söhnen geblieben wäre. Aber leider verdient mein Mann nicht genug. Heute ist alles so teuer. Da unsere Eltern nicht in der Nähe wohnen, konnten sie nicht auf die Kinder aufpassen. Also mussten wir Daniel und Stefan in den Kindergarten geben. Sie waren den ganzen Tag dort und ich habe gearbeitet. Aber es war gar nicht so leicht, einen Ganztagsplatz zu bekommen. Nummer 20. Wir kommen aus der Türkei. Mein Sohn ist 5 und meine Tochter 3. Für uns ist es sehr wichtig, dass beide in den Kindergarten gehen, allein schon wegen der Sprache. Wenn sie später in die Schule kommen, sollen sie deswegen keine Schwierigkeiten haben. Mein Mann und ich wollen, dass unsere Kinder sich in beiden Kulturen wohlfühlen. Das können sie nur lernen, wenn sie von klein auf auch deutsche Freunde finden. Ende des Subtests hören.